Liebe Freunde, hier ist euer Steinwein. Und ich habe mir gedacht, wenn wir hier schon so einen fragwürdigen Krieg in Südamerika mit unterstützen und wahrscheinlich auch provoziert haben durch unsere Bereitschaft, hier dabei zu sein oder dieses Bündnis mit Brasilien einzugehen, dann sollten wir vielleicht mal gucken, was hier eigentlich Phase ist. Die Brasilianer sind zusammen mit Chile und Ecuador, wollen hier eine Provinz von Kolumbien erobern. Kolumbien hat Verbündete USA, Mexiko und El Salvador und so weiter, kleinere noch. Tja, und das sieht im Moment nicht gut aus. Was völlig unrealistisch ist, wie ich finde, ist, dass die großen Schlachten hier im Amazonasbecken, im tiefsten Urwald stattfinden. Also das kann mir keiner erzählen, dass hier im Jahre 1866 hier 50.000 Soldaten durch den Amazonas marschieren und hier aufeinandertreffen. Naja, wie auch immer. Hier ist noch ein Rest einer größeren brasilianischen Armee. Ansonsten sehe ich hier nur gegnerische Truppen stehen und marschieren. Hier ist auch noch ein bisschen, aber nicht so viel. Die einzigen, die hier noch aktiv sind, hier im Norden, das sind die Chilenen. Aber das sieht ganz übel aus und irgendwie werden wir aus dieser Nummer nicht gut rauskommen. Also wir werden Prestige verlieren. Mal gucken. Noch hat der Gegner kein eigenes Kriegsziel definiert. Gucken wir uns das nochmal an. Die Mexikaner. Wie es aussieht. Wir können keinen vernünftigen Frieden vorschlagen. Also wir können ihnen nichts anbieten, weil sie nicht kein Kriegsziel gewählt haben. Ja, bisschen doof das Ganze. Bisschen doof. Und Schiffe haben wir auch nicht, um darüber zu fahren. Würden wir vermutlich auch gar nicht machen wollen. Naja. Gut. Was ich aber zumindest, eine gute Nachricht, was ich in der Abwesenheit von euch jetzt schon mal gemacht habe. Offcam, ich habe diese ganzen kleinen Armeen schon mal den richtigen Kurs zugeordnet. Ich hoffe den richtigen, so dass dann das Thema Divisionsstruktur, Korpsstruktur dann eigentlich abgeschlossen sein sollte. Zwei Armeen sind noch im Bau, zwei Artillerien, die müssen wir noch dem 6. und 7. Korps zuordnen. Aber dann sollte soweit alles in Butter sein. Gut, dann lasst uns mal hier schauen. Österreich. Diese Geschichte. Nochmal das Thema Bündnis anbieten. Die sind jetzt hier bei minus 116. Das war das letzte Mal. Ich habe nochmal geguckt. Zu viele Bündnisse. Das kann, glaube ich, nicht mit unseren Bündnissen zusammenhängen. Das ist ein Wert, der ihre eigenen Bündnisse betrifft. Und das ist natürlich jetzt wirklich ein bisschen blöd. Eine Sache, die wir nicht beeinflussen können. Und das ist, glaube ich, der Hauptwert. Insofern ist das mit diesem Krieg auch gar nicht so dramatisch. Entscheidend ist, dass sie halt selbst schon 5 Verbündete haben. Und hier kann man nur darauf hoffen, dass sich vielleicht dann doch mal irgendwann bald Italien bildet. Weil dann würde sich dieses Problem lösen und damit eigentlich der Hauptgrund für das Nichtzustandekommen dieses für uns so wichtigen Bündnisses. Naja, gut. Mal gucken. Das müssen wir ganz fest im Auge behalten. Ansonsten entdecken wir automatisierte Dampfschiffwerften. In diesen riesigen Werften kamen mobile Maschinen zum Einsatz, die sich von Dock zu Dock bewegten und dort einen weiteren Rumpfteil der im Bau befindlichen Dampfschiffe hinzufügten. So, Dampferkonvoi-Produktionsdurchsatz 10%. Naja, das Problem ist, Thema Schiffbau. Da gibt es ja einige Befürworter an unserem Reich dafür. Wir können derzeit nur diese wirklich vorsintflutlichen Fregatten und Kriegsschiffe bauen. Also ich denke mal, wir können auch nicht mal Transporter bauen, weil wir die, glaube ich, nicht erforscht haben. Handelszerstörer, das wäre durchaus was man angehen könnte, wenn wir das erforschen würden. Aber dazu braucht es, also die Forschungsgrundlage haben wir. Wir brauchen bloß eine entsprechende Entdeckung, auf die müssen wir noch warten. Ja, und unser Geld, das sieht auch ehrlich gesagt nicht so rosig aus. Unsere Liberalen im Parlament verhindern ja, dass wir so dicke Überschüsse haben und wir brauchen immer ein bisschen Reserve, falls es dann doch zum Krieg kommt. Das muss man auch bedenken. Muss man alles bedenken. So, aber wenigstens eins will ich hier in Brasilien erreichen, nämlich hier sie in unsere Sphäre zu holen. Da freut sich dann wenigstens unsere Industrie drüber. Und wir sind zumindest jetzt vertraut und die Russen erklären kokant den Krieg. Das hat sich angedeutet. Bedroht uns nur in Anführungsstrichen indirekt. So, und gegen Österreich, also Österreich werden wir auf jeden Fall, wie hat sich das jetzt hier weiter, oh, auch schon auf 73. Was ist denn da weggefallen? Offenbar dieser Wert mit dem Krieg scheint weggefallen zu sein. Warum auch immer diese 40?
Das ist verwunderlich. Was auf jeden Fall hilft, ist Meinungssteigerung. Deswegen machen wir das, glaube ich, auch nochmal. Und ich sehe gerade, die Russen sind da ziemlich gefährlich und die Osmanen auch herangerückt. Gucken wir uns das nochmal an. Beziehungsweise gucken wir mal bei den Osmanen. Vertraut. Ah ne, wir gucken lieber hier. Das ist übersichtlicher. Österreich. Aber sie tun da gerade aktuell nichts. Insofern müssen wir, glaube ich, nicht nervös werden. Spanien ist, da ist Frankreich schon neutral. Oh ja. Da gehen sie jetzt doch gut voran. Da müssen wir sie vielleicht doch ein bisschen an die Kandare nehmen. Wir werden mal wieder einen Botschafter von Frankreich dort ausweisen. Dazu müssten wir aber in Spanien selbst dann noch ein bisschen Einfluss wieder aufbauen. Sonst können wir das bald nicht mehr tun. Ja, okay. Aber was wir tun sollten, ist weiter Beziehungen mit Österreich zu verbessern. Ich glaube, das kann nie schaden. Und dann mal beobachten. Also wenn Italien sich gründen würde, das wäre jetzt eigentlich eine feine Sache. Dann würden wir das nämlich hinkriegen. So, hier ist eine Artillerie entstanden. Ich glaube, die gehört dorthin. Und irgendwo anders müsste noch eine entstanden sein, eine kleine. Ah, hier glaube ich. Die gehört nämlich da auch nicht hin. Dann machen wir das so. So, und dann können wir jetzt die Korps tatsächlich zusammenführen. Erfreulich. Aber irgendwas ist hier zu viel. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe schon geahnt, dass das alles nicht ganz so hinkommt. Wir wählen mal eine Artillerie raus und bringen sie... Ah, vielleicht fehlt hier einer in München. Ja, sieht so aus. Okay. Das erste Korps ist auf jeden Fall wieder so, wie es sein soll. Das hier auch. Und da kommt noch die Artillerie hin. So weit, so gut. So, dann lasst uns das mal weiter verfolgen. Das mit den Angestellten scheint ganz gut zu klappen. Und wir haben eine Grippepandemie. Das ist natürlich ärgerlich. Die spanische Grippe, das kennen wir schon, diese Geschichte. Und natürlich nutzen wir unsere Mittel aus, um sie so gut wie möglich zu bekämpfen. Wir müssen 18.000 aus der Staatskasse zahlen. Was ich jetzt doch ein bisschen traurig finde, weil, naja, das mit dem Geld, gerade wenn wir jetzt auch noch Schiffe bauen und möglicherweise Häfen ausbauen wollen, ist das so eine Sache. Oh, ich sehe ja hier 34.000 Brasilianer. Vielleicht gibt es doch noch ein bisschen Hoffnung. Und hier ist Land zumindest auch besetzt. Das ist auch schön. Naja, wer weiß. Wir verfolgen das. Große Entdeckung. Bürokratie kontra Nepotismus. Der öffentliche Dienst stets um maximale Effizienz bemüht, versuchte zunehmend, sich von der politischen Kontrolle zu befreien. Man begann damit, eigene Vorschriften einzuführen und eigenes Personal einzustellen. In anderen Ländern wurden Beamte aber aus den Reihen politischer Unterstützer und Verbündeter rekrutiert. Die Administration wurde durch Gönnerschaft so bei der Stange gehalten. Aber nicht bei uns mit dieser preußischen Tradition. Allerdings erhöht sich, warum auch immer, der Wunsch nach Sozialreform. Wir machen weiter mal Beziehung verbessern und gucken das nächste Mal dann nochmal in Richtung Bündnis. So, und was auch nett ist, unsere Soldatenbevölkerung steigt doch deutlich. Oha, die Osmanen sind hier echt aggressiv. Wir werden mal den Berater der Osmanen ausweisen. Wir werden jetzt mal ein bisschen aus... bisschen aggressiver werden. Das kann nicht sein, dass sie schon hier vertraut und 69 sind. Wir bringen sie in Verruf. Uiuiui. Noch einen kleinen Krieg mit den Osmanen und den Briten zwischendurch. Ecuador akzeptiert Friedensangebot. Waren die im Krieg? Haben wir irgendwas verpasst? Wie, was? Großbritannien ist auf die andere Seite eingetreten. Wir sind im Krieg mit Großbritannien? Ich kann es nicht glauben. Ich bin entsetzt, Leute. Was ist denn bitte mit denen los?
Komm. Wir wollen diesen Krieg nicht, Leute. Lasst uns das beenden. Was für eine fatale Entscheidung, diese Geschichte mit Brasilien. Ah, sie würden das aber annehmen. Status quo. Und wir würden... Ich glaube, wir verlieren Prestige, glaube ich. Sie bekommen Prestige. Wir verlieren 50 Prestige. Alles klar. Was Besseres gibt's jetzt einfach nicht. Wir müssen das machen. Okay. Und damit haben wir... Ja. Naja, gut. Schweigen wir still über dieses erbärmliche Kapitel der deutschen Außenpolitik. Gott sei Dank ist es beendet. Und wir schauen mal kurz an, was... Nee, wir können noch nicht, weil wir keine Diplomaten haben. Mechanisierte Fischereischiffe. Wir sind offenbar ganz auf die zivile Nutzung der Marine hier ausgerichtet. Zu diesem Zeitpunkt wurden spezialisierte Schiffe gebaut, die das Meer nicht nur mit mechanisierten Netzen durchkämmten, sondern den Fang auch gleich an Bord sortierten. Ausnahmen und verpackten. Dies steigerte die Erträge natürlich enorm. Plus 50% Fischfangquote. Ja, darauf haben wir gewartet. So, jetzt aber komm, ich will mal gucken. Minus 63 immerhin schon. Ja, aber wir werden vermutlich nicht daran kommen. Also Infamie natürlich, aber die geht so langsam weg. Puh, das dauert ewig. Minus 34. Wenn wir dann noch unsere Beziehung weiter steigern... Aber diese zu viele Bündnisse, diesen Malus, kriegen wir nicht weg. Unmöglich. Unmöglich, das Ganze. Und in Dänemark sehe ich gerade, sind die Briten auch schon ziemlich weit. Die Briten treten immer aggressiver uns gegenüber auf, muss ich mal so sagen. Die sind schon vertraut, aber noch nicht herzlich. Mit Schweden sind sie herzlich. Das finde ich allerdings interessant. Das wäre von Vorteil. Oh, und jetzt wird es spannend. Handelszerstörer waren üblicherweise Handelsschiffe, die mit Kanonen und manchmal sogar Torpedos ausgerüstet zur Störung der feindlichen Handelsschifffahrt eingesetzt wurden. So, und jetzt bin ich doch mal gespannt. Wenn wir jetzt mal anfangen hier mit ein bisschen Flotte, wie viel wir denn da zahlen müssen. Das ist jetzt schwer zu sagen. Das kostet uns... Wir müssen diese Ressourcen bauen. Ich weiß gar nicht, sieht man das irgendwo, wie viel man dafür bezahlen muss? Ja, sieht man hier. Na, wir probieren es mal. Wir bauen jetzt mal in all unseren Häfen 5 Handelszerstörer. Das Ganze dauert fast ein Jahr. Also das dauert ewig, ehe man da eine anständige Flotte aufgebaut hat. Okay, wir verlieren einfach nur. Und jetzt beginnt etwas Bedrohliches. Unser Bündnispartner, Belgien, wird von Holland angegriffen. Und Holland ist im Bündnis mit Russland. Verbündet mit Russland, Österreich und Spanien. Und was passiert nun? Unser Bündnispartner ruft uns zu Hilfe. Wir beobachten mal ganz kurz die Situation, wie sie sich hier entwickelt. Das russische Zarenreich ist mit eingestiegen. Wenn wir mit einsteigen, werden wir, glaube ich, auch die Führung übernehmen. Bin nicht ganz sicher, weil wir die größere Großmacht ist. Ja, wir müssen es tun, Leute. Wir müssen unsere Bündnispartner schützen. Da hilft jetzt nichts. Und dann steht eben der Waffengang mit Russland bevor. Leider sind wir nicht richtig gut darauf vorbereitet, vor allem finanziell. Aber wir müssen erstmal den Etat jetzt hochhauen und... Ja, wir akzeptieren das.
Wir akzeptieren das. Das können wir nicht dulden, dass hier so etwas geschieht. Wir haben die Führung im Krieg übernommen und können jetzt zumindest Spanien hoffentlich in den Krieg mit reinholen. So. Und jetzt ist aber die spannende Frage. Die Russen sind verbündet mit Frankreich. Und was jetzt passiert? So. Okay. Die mobilisieren. Na, großartig, Leute. Großartig. So. Ich glaube, ich muss erstmal einen Kaffee trinken und ein bisschen nachdenken, was wir jetzt eigentlich hier Schönes angestellt haben. Ja. Alles klar. Ja, das ist ja eine wirklich veränderte Lage und der Krieg kommt deutlich früher und aus anderen Gründen. Und die Frage ist, werden wir in der Lage sein? Also so, glaube ich, würden wir es schaffen. Problem ist Frankreich. Ich weiß gar nicht, ist Frankreich... Darf Frankreich jetzt mit einsteigen in diesen Krieg? Werden sie es tun? Ich bin nicht ganz sicher. Blöderweise, diese Geschichte mit Österreich ist ein bisschen nervig. Sie sind ja auch noch verbündet. Aber wenn sie jetzt dem Bündnis ruft... Nee, den können sie nicht folgen, weil sie an unserer Sphäre sind. Das geht schon mal nicht. Vielleicht wird ja das Bündnis gebrochen dadurch und wir können sie mit reinholen. Oh Gott, Leute. Es bleibt, würde ich mal sagen, richtig spannend. Oder es wird richtig spannend. Entscheidend ist, was ist los mit Frankreich? Und müssen wir Kredite aufnehmen, um diesen Krieg zu finanzieren? Huiuiuiui. Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Steinwein.